Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind mit den Slugs in FTL unterwegs. Wir wollen nicht in den Soltan-Sektor, weil wir immer noch ein Teleport-Chip spielen und da Soltan-Sektor und scheißen sind. Deswegen springen wir in den Piraten-Sektor. Plüpp. Wir sind so... Ich glaube, wir machen einen Run, der sehr typisch ist für dieses Schiff. Ich finde, dieses Schiff ist irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Das macht nichts richtig und nichts gut, sondern alles irgendwie so merkwürdig. Und genau so funktioniert das für uns auch. Wir machen alles irgendwie sehr merkwürdig. Wir kaufen so nebenbei mal eine Breach-Missile ein, weil wir so haben. Wir haben mal Drones gekauft, die wir noch nicht einmal benutzt haben. Und ja, irgendwie passt das alles schon. Im Moment läuft's ja noch. Und müssen wir nur aufpassen. Wir haben auch mittlerweile immer noch ein 1er Shield irgendwo in... Wollte mich doch verarschen. Irgendwo im Nichts. Das ist total blöd, weil die ein Soltan-Schild haben. Das heißt, wir können nicht teleporten. Aber können wir auch nicht durch den Superschild. Sehr schön. Das heißt, die Flak muss ganz schnell das Superschild zerbürsten, dann können wir gucken, was geht. Wir haben auch ein Riesenproblem, weil die eine Healing Bay haben und wir damit auch nicht klarkommen. Aber da habe ich ja jetzt einen Trick mir überlegt und will mal gucken, ob der geht. So. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir es am sinnvollsten tun. Durch die drei Schilde kommen wir auch nicht durch. Irgendwo eine Energie abzwacken. Ja, hier. So. Jetzt können wir aber auf jeden Fall schon mal das hier machen und den da beeinflussen. Der kann ja schon mal für uns arbeiten. Ich hatte überlegt, halt eigentlich hier reinzugehen und mit denen zu fighten. Das Problem ist... Aua, 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 aua. Nein, System broken. Nein, Scheißen. Scheißen Gummiwurstbrot. Ja, jetzt müssen sie beide dahin zum Heilen. Auch gut. Also die eigentliche Hoffnung war ja, wenn man ganz ehrlich ist, die eigentliche Hoffnung war ja, dass wir dann da drinnen den Fight gewinnen können, weil wir 3 gegen 1 kämpfen. Und ich hoffe, dass man dann genug Damage macht, dass der eine trotzdem Schaden genug kriegt, um da drin zu sterben. Die Frage ist, ob das in der Zeit reicht. Also das ist die Zeit, in der man da jemanden mind-controlled reicht, um... Aua, 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 das ist ein Burst Laser Mark 3! Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Das Ding ist jetzt hin. Und jetzt begrüßen wir die Jungs da und jetzt können wir eher so arbeiten. Wobei, nee, die Flak kann aus. Ich muss mal gerade gucken, was haben wir denn jetzt über? Wieso haben wir ein extra... Achso, das repariert, das ist kein... Ich dachte gerade, das wäre so ein Soltan-Ding. Und ich glaube, dann schmeißen wir die jetzt nämlich noch an. So. Oh, das ist ein Risiko. Oh, oh. Weil die da drinnen keine Luft haben. Nicht daneben schießen. Danke. Okay, dann geht's. Ja, weil sie da drin keine Luft haben, können sie da drin auch nicht heilen und deswegen läuft das hier. So. Da kriegen wir das Drone-Part auch wieder, das wir ausgegeben haben. Kriegen eine ganze Menge Kohle. Und jetzt reparieren wir erstmal alles. Alles und jeden in diesem Falle. Ich glaube, wir haben noch gar keine fest zugeteilten Positionen. Wir haben auch noch in diesem Spiel noch nie Positionen gespeichert. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Der Witz ist, wir haben ja immer irgendwie schon Geld und haben immer Geld auch über so. Aber irgendwie haben wir immer noch nur 1er Schilde und so ein Kram. Also das müssen wir eigentlich echt mal ändern. Oha. Da will jemand uns richtig krass verhelmen. Wieso habe ich keine Energie im Wasser? Ah, da wollt ihr also kämpfen. Das erscheint mir sehr sinnvoll. Gleichermaßen erscheint es mir sinnvoll, wenn ich den hier nochmal übernehme, zwischendurch. Und irgendwo noch eine Energie abzwacke, um... Ja, im Moment kann ich den hier da abzwacken.
Ach, das ist auch noch ein Soldat, wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Das hat den Job schon mal ein bisschen einfacher gemacht. Denn da ist einer schon gleich tot. Und der andere auch gleich. Plump. Ah, ich könnte theoretisch jumpen. Aber wollen wir das? Das war gefährlich mit der Soltan-Explosion, aber der Rest ist geregelte Sache. Ja, da will ich auch nicht mit dir unbedingt kämpfen, wenn du da nicht kämpfen willst. Sehr schön. Ja, ist ja gut jetzt. Mann, Mann, Mann. Außerdem habt ihr den Teleporter kaputt gemacht. Ist nicht nett. Jetzt haben wir auch genug Geld. Ach nee, wir sind in Danger, wir können nicht. Ja, wollte gerade sagen, wir haben genug Geld, um eine Sache, eine bestimmte Sache zu machen, die mir jetzt auch am Herzen lag, aber wir haben gerade einen Bereich im Danger. Oh, geht's los. Ah, wir sind nicht automatisch in Danger. Schön. Ja, ärgerlich, aber kriegt ihr. Kriegen wir richtig gutes Geld für. Ja, okay. Das ist auch richtig gutes Geld, was du mir dafür bezahlt hast. Das stimmt natürlich. Store, please. Store, please. Mitte eines Plasmasturms und ganz viele kaputte Schiffe und eines der wenigen Events, das habe ich, ich hätte vor kurzem noch schwören können, ich wüsste gerade gar keins, wo es das gibt. Eines der wenigen Events, wo man von einer verbesserten Engine tatsächlich einem verbesserten Autopilot tatsächlich profitiert. Und der kann das jetzt automatisch durchsuchen und dafür kriegen wir richtig Geld und eine geile Drohne. Was ist das für eine geile Drohne? Was kann die denn? Achso, das ist die ganz normale Feuerdrohne. Weil da Anti-Ship-Fire-Drone stand. Hat mich das verwirrt. Aber es ist eine ganz normale Drohne für Feuer. Oha. Oh, ein Pirat, den können wir angreifen. Ich bin mir fast sicher. Oh, das ist aber nett. Hi. Spaßt mir die Arbeit, dass ich zu dir rüberkomme. Oh, die haben keine Healing Bay. Die haben eine Clone Bay. Macht es jetzt nur bedingt besser, aber wir können jetzt das hier machen. Und dann können wir das hier machen. Und dann können wir das hier machen. Damit das Ganze ein bisschen einfacher wird. Mhm. Achso, und dann können wir vielleicht auch das hier machen. Ja, wir müssen dann doch sicherheitshalber das hier nochmal machen. Aua, 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 aua. Das tut weh. Sowas macht man nicht. Ja, das Problem ist, wir kommen ja immer noch wieder 1000 Mal. Ja, das ist genau der richtige Ort. Genau da musst du hin und Damage machen. Das finde ich gut. Mach das kaputt. Au. Und es hat wieder das O2-System im Bestell. So, einen von denen haben wir schon wieder tot. Achso, dann kannst du hier rüberkommen und helfen. Oh, ja, kannst du auch lassen. Weil ist nicht mehr ganz so wichtig. Ihr seht, liebes Publikum, man kann auch auf Easy verlieren, vor allen Dingen mit einem Schiff, das grundsätzlich irgendwie komisch ist. Wir gehen nochmal in den Hangar. Wo ist unser komisches Schiff? Also was man mit dieser B-Manowar so richtig machen soll, Manowar heißt glaube ich das A-Schiff, ne? Ja, genau, Man of War. Es ist einfach ein schwieriges Schiff, finde ich. Es ist generell waffensystemtechnisch blöd ausgerüstet. Slugs sind nicht wirklich als Nahkämpfer geeignet. Also ja, die können nahkämpfen genauso gut wie jeder Mensch auch, aber
sind damit ein bisschen besser als ein Soltan und ein bisschen besser als ein Engi, aber immer noch schlechter als ein Rock, als ein Crystal, als ein Mantis, also naja, es ist auf jeden Fall ein komisches Schiff. Muss man einfach so sagen. Und wir machen das einfach beim nächsten Mal nochmal irgendwie nochmal anders. Weiß nicht, ob wir nächste Runde dann einfach doch nochmal mit irgendeinem anderen Schiff spielen. Ich guck mal. Ich lasse mir was einfallen. Wir hatten ja jetzt auf jeden Fall ja ein paar ganz gute Runs. War viel Spaß dabei. Auch die vorherigen Runs mit der Nisus sind ja auch gut gewesen, haben auch Spaß gemacht. Das habe ich jetzt alles in einer Aufnahmesession gemacht. Und insofern muss ich jetzt sowieso ein bisschen warten, bis ich wieder FTL spielen darf, weil jetzt muss ich euch erstmal das Material geben, das ich jetzt gerade aufgenommen habe. Und deswegen, ja, ne, aber das ist ganz gut, denn da kann ich diverse Sachen für mich jetzt regeln in der Zeit und muss mich nicht um FTL kümmern, ist auch nicht schlecht. Aber auf jeden Fall, wie immer, bin ich die Zementente. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch auch eine Bedankung da, also einen Daumen nach oben oder ein Abo oder einen Kommentar oder alles drei, würde ich mich alles drüber freuen. Und ansonsten freue ich mich aber natürlich genauso, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis zu dieser jener nächsten Folge sage ich, wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.